So, guten Morgen, Freunde. Was geht? Ja, ich bin morgens immer ein bisschen heiser. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber Leute, ihr habt recht. Ich werde bei der Daily Champs jetzt auch starten. Men's Physik. Und wenn es nicht die Top 3 wird, dann mache ich auch direkt die Offseason. Dann auch nicht mehr die William Boney Classic. Ja, die ist am 10.11. ist die Daily Champs Classic. Und ich habe schon seit einer Woche meinen Lebensstil radikal geändert. Und was ich damit meine, zeige ich euch in diesem Video. Also viel Spaß mit diesem Video. Peace aus. So, was ich damit meine ist, ich schlafe jeden Tag mindestens 7 bis 8 Stunden, vorher war es 4 bis 5 Stunden, wenn überhaupt. Und gehe jetzt immer ungefähr 2500 bis 3000 Schritte morgens mit den Hunden direkt. Dann fahre ich ins Gym, Cardio, Mario, dann Posen, dann geht's nach Hause und da wird erstmal eine erste Mahlzeit gekocht und stehe schon meistens in der Woche um 6:30 auf, 7 Uhr auf. Und ja, wenn ich mehr vom Tag habe und abends kaputt bin und immer schon so gegen 12 Uhr, 12:30 schlafen gehen kann. Vorher immer bis 11 Uhr geschlafen oder so. Und oder halt auch früh aufgestanden, aber dann wenig Schlaf gehabt. Und ansonsten bis 3, 4 Uhr nachts wach gewesen. Also das war scheiße, das gebe ich zu. Und habe auch die ganze Woche komplett clean gegessen, mein Prep Meal gemacht. Und was ich alles esse am Tag, werde ich euch natürlich jetzt auch hier zeigen. Mike hat mir einen Plan gemacht, diesen Wecker machen wir zusammen und dann Offseason mache ich dann alleine erstmal weiter, mal gucken, wo ich dann hingehen werde, weil er einfach leider 6 Stunden weit weg wohnt und jetzt erstmal Gassi gehen und dann ins Gym, also wir sehen uns dann im Gym gleich. Puh, Freunde, Alter, ich bin ganz schön schwitzen geraten beim Gassi gehen, hab jetzt gemacht, aus Versehen 5830 Schritte, ich bin zu Lidl gelaufen, hab irgendwie ein bisschen was eingekauft, ich glaube Zucchini ist das, die Hundis sind lecker, die Zitrone, warum, erfahrt ihr gleich, Spinat, Grünzeugsalat, bisschen Pilze und grüner Spargel, moin. So, ich habe hier jetzt drin eine 3/4 Zitrone, 500 ml Wasser, Johann Bean habe ich jetzt hier am Start, 10 Milligramm eine, baller ich 3 Stück jetzt gleich mischen auf Magen, für Cardio. Auf jede. So, bevor es Kajo geht, erstmal noch Pakete weiter einpacken. 250 Pakete innerhalb eines Tages weg. Ich danke euch für den ganzen Support, Freunde. Danke, 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 danke. So, 30 Minuten Kajo dann. 350 Kalorien sind weg. Ich habe aber beim Stoffwechsel noch mehr bestimmt. Mit Schöttens Klitschnass. Oh. Ja, Mann. Nach dem Training gebe ich erstmal ein Body-Update, wie es heute aussieht. Und ja, ich bin gespannt, wie die Serie weitergeht, weil ich ernähre mich ja jeden Tag gleich, ist ja auch immer langweilig. Ich muss mal gucken, was mir ja die Woche noch einfällt, was ich noch was anderes machen kann dazu. So, ich habe jetzt hier eine Special Waage, die jeden Tag meine Sachen abmisst. Das war letztes Mal, also vor ungefähr 5 Tagen. Schauen wir mal, was jetzt rauskommt. So, wenn man jetzt nochmal die Kamera abzieht, sind es genau 97 Kilogramm. Ja, ich glaube, ich habe echt mehr Menschphysik-Körper, Leute, ohne Scheiß. Ja, Mann. Ja, Mann, hier kann ich jetzt alles gucken. Und ich kann auch BMI, Körperfette, Muskelmasse, Flüssigkeitanteil, BMR, Proteinrate, Körperalter, viszeräles Fett, Fett unter der Haut, Standardgewicht, Körperfett, Muskelgewicht und Proteinanzahl. Kann man alles in dieser App hier nachgucken mit der Waage. Die Waage werde ich in die Beschreibung packen und es wird auch einen Rabattcode geben, den ich dazu schreiben werde. Ja, die Waage ist sogar haargenau, also wirklich, also auf Wettkämpfen und die Waagen zu Hause sind immer bei mir immer unterschiedlich gewesen. Von 1 Kilo bis 2 Kilogramm waren immer Unterschied bei mir. Und die Waage diesmal war genau, exakt genau so wie beim Wettkampf mit Dennis Wolf und deswegen vertraue ich dieser Waage. Deswegen kann ich auch diese Waage echt nur empfehlen, wenn ihr genaue Messungen haben wollt und jeden Tag von den Messungen haben wollt. Auch wenn ihr Erfolge haben wollt, das kann man alles damit nachmessen. Und wie gesagt, in der Beschreibung den Link mit dem entsprechenden Rabattcode
gebe ich oder schreibe ich euch dazu. So, es wird mal kurz für mich selber gepostet und dann geht es auch nach Hause. Erste Mahlzeit snacken. So, zu Hause angekommen, Meal 1, 200 Gramm Eiklar, 2 Ganzeier und 300 Gramm Gemüse, was ich schon vorbereitet habe. Ja, mein Prep Meal ist am Start, Leute. Jetzt wird erstmal wissen, was gekocht. So, die 2 Eier, 300 Gramm Eiklar, ohne Ende Grünzeug. Moin, 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 moin. Ja, moin, moin. Spitze Fingernägel. So sieht meine erste Mahlzeit aus, Leute. Ist schon viel Volumen auf jeden Fall, mega nice. Und hier auf 700 Milliliter, 30 Gramm EAAs drin zum Snacken nebenbei. Ja, Mann. Was wieder? Ja, geil, Mann. Will auch gerne essen, ey. Ist doch. Ja. So, bei mir gibt es jetzt Vitamine nach dem Frühstück. Ich habe es bei mir Multivitamin, Mineral, Symbiotika, Probiotika, 5000 Einheiten, D3, 200K2, Enzyme und 4 Gramm Omega-3 am Start. Easy. Okay. Baby, jetzt hat mir jetzt wie mal eine Avocado schneiden. Dann dreht man das so raus. Und dann dreht man, einer ist der Kern auf der einen Seite, kann man da einfach rausnehmen. Okay, und jetzt? Schale war eklig. So sieht das Ganze aus. Mit einer halben Avocado. Oh, nice, Mann. High Protein, Leute. Und auch wirklich gesund alles. Genau, Fettkäse, Rindertatar, Nudels, alles am Start, Gemüse, Vitamine safe, baby, ne? Aber da sind noch Nudeln mit viel Eiweiß. Ja, diese Linsennudeln und so, ne? Ja. Ja. Schmecken gönn genau wie normal. Gönn dir. See the difference. Oh, Leute. Ultra eingepennt. Wollten 16 Uhr da sein. Jetzt ist schon 5:15. Mega tot. Ja, man kann ausreden. Ab ins Gym. So, im Gym angekommen. Ich habe jetzt hier Sweater Pro, ein Fatburner. Wirkt echt gut. Habe ich auch Gänsehaut und mache mich auch voll aktiv. Und 30 Gramm dies, das, Pump Booster, 30 Gramm EAAs, Cola-Geschmack, Abfahrt, Chessen, yo. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Switch up all the rules and imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down.
expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Puh. 30 Minuten Cardio, dann 350 Kalorien weg. Jetzt gibt es 4 Reiswaffeln Post-Workout, 40 Gramm Whey, Isolat, Whey und 1 Gramm Vitamin C wird jetzt gegönnt. Und dann geht's nach Hause, Essen vorbereiten, dann wird nur noch gezockt. So, zu Hause, jetzt wird Essen vorbereitet und zwar erstmal Gemüse, 150 Gramm Brokkoli und 250 Gramm Gemüse in Grün mit 250 Gramm Rindertatar und 80 Gramm Reis, ungekocht gewohnt natürlich, und nochmal 300 Gramm Fleisch mit 250 Gramm Sweet Potato. Das ist erstmal gepreppt mit. So Leute, mein Gemüse ist schon mal fertig. 150 Gramm Brokkoli, Sweet Potato Pommes, Inside Alufolie und Fleisch auch am Start. Der Reis kocht auch, Leute. Apfel. So, 9 Uhr, 0 Kalorien Soße, kann ich nur empfehlen. Bei sunder.de, wenn ich kurz sehe, ich meine 10% auf die 0 Kalorien Soßen. Hey, hör auf die Schnurren. Und hier ist das schöne Essen. Oh. So, nächste Mahlzeit steht gleich an. Sweet Potato Pommes mit grünem Zeug und Chicken. Aber jetzt erstmal Gassi gehen, eine halbe Stunde. Ich muss das noch 3000 Schritte machen. Und damit erstmal wieder gesnackt. Also bis gleich. Gassi gehen. Gassi gehen. Ja, ja, ja. Wollen wir mal. Hey. So, Meal 4. Die Potato, Fleisch und grünes Gemüse. So, ich mache schon mal mein Schlafding fertig. Melatonin, 15 Gramm, 10 Gramm Glutamin, Magnesium, 1000 Milligramm, Vitamin C, 1000 Milligramm. Alles jetzt hier am Start. Das nehme ich hier vorm Schlafen gehen alles. Was ein Bodybuilding-Lifestyle, Leute. So, letzte Mahlzeit steht an. Und zwar 200 Gramm Eiklar mit 2 Eier,
das war's. Esse ich jetzt, dann wird mein Melatonin alles geballert und dann gehe ich auch schon schlafen. Das ist der Tag, den ich jeden Tag so esse. Und ja, so sieht's aus. Ich gehe dann auch schön schlafen. Ich werde mindestens 7 Stunden schlafen gehen, weil morgen geht's nach Bremen zu Bodycatcher, wo Tim Bundesheim sind. Mike Sommerfeld ist da, Markus Rühl, Matthias Botthoff, Kevin Wolter ist da, Adolf Burkhardt ist da. Und eventuell fahre ich morgen früh sogar noch ganz früh ins Rap, ins Fit One. Da ist dann Rap One mit Tim Bundesheim am Start, die machen Leg Day. Hätte ich gerne mitgemacht, aber ich habe gestern beide trainiert und die sind echt tot. Mal sehen, ob Adolf Burkhardt da vielleicht hinkommt zum Training. Ich kann was mit ihm abfilmen. Ich bin gespannt, ich nehme euch mit auf jeden Fall und ich hoffe, ihr werdet das Video noch anschauen. Von der Bodycatcher, ich habe auch einen Athleten am Start, der da starten wird in der Men's Physik. Und ja, Leute, ich gehe jetzt schlafen, wie gesagt. Daumen nach oben geben, Freunde, abonnieren fleißig. Bis zum nächsten Video. Peace out.